Was diese 8 vergessenen Minecraft-YouTuber heute machen. Wir alle erinnern uns noch an die Zeit der Minecraft-Großprojekte. Das Megaprojekt, Minecraft Hero, Varo und viele mehr. Die glorreichen Zeiten der Minecraft-Szene waren allerdings spätestens mit der Version 1.9 vorbei. Und auch wenn viele der damaligen Größen den Absprung von Minecraft geschafft haben, gibt es auch einige, die dabei weniger Glück hatten. In diesem Video werfen wir einmal einen Blick auf ihre Kanäle. Der YouTuber GommeHD war wohl einer der einflussreichsten deutschen Minecraft-YouTuber. Er hat nicht nur über 1,5 Millionen Abonnenten, nein, er ist auch zusammen mit seinem Bruder Betreiber des größten deutschen Minecraft-Servernetzwerks. Heute floriert sein Kanal allerdings nicht mehr. Mit der schwindenden Aufmerksamkeit wurden auch die Uploads unregelmäßiger, sodass die Klicks weiter sanken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der YouTuber einen neuen Beruf suchen muss. Der YouTuber Mr. Morgan war besonders für seinen Skill bekannt. Als der Minecraft-Multiplayer-Modus Spiele zu verlieren begann, wirkte sich das auch auf Moore aus. Er hat die wohl inaktivste Community der damaligen Berühmtheiten. MC Expert gelang sein Durchbruch mit der Teilnahme im Minecraft-Megaprojekt. Zusätzlichen Erfolg hatte Tim mit seinem Server Timolia. Er hat sich seit Ende 2017 komplett von YouTube zurückgezogen. Rotpilz trat in der Vergangenheit oft zusammen mit Revi auf. Außerdem war er einer der Betreiber von DustMC, einem Minecraft-Server, der mittlerweile geschlossen ist. Mittlerweile bringt er kaum noch Videos und gar keine Minecraft-Videos mehr. Durch seine Beziehungen zu anderen YouTubern schaffte er es teilweise, höhere Aufrufzahlen auf einzelne Videos zu bekommen. Das Interesse an seiner Person ist allerdings verloschen. Tom Shuffle, bekannt für seine kreativen Minecraft-Mod-Reviews. Wie MC Expert hörte er Ende 2017 auf mit seinen Uploads. Shuffle kam allerdings Mitte 2018 wieder zurück auf YouTube. Gegen das Sinken der Abozahlen konnte er jedoch auch nichts unternehmen. Heute konzentriert er sich hauptsächlich auf Lucky Block Battles und Garys Mod-Videos. Mitte 2016 trennte sich das Duo BTTV. Davor waren sie für ihren sehr speziellen, mutigen Humor bekannt. Nach der Trennung machten beide ihre eigenen Kanäle auf. Während Malternativ mit Werbekritiken und Koffer-Unboxings ziemlich erfolgreich wurde, blieben die Klicks bei Manulzen leider aus. Trotzdem produzierte er weiter Videos für seine immer kleiner werdende Fangemeinde. Zusätzlich moderierte er in der E-Sports-Szene. Spark war für seine ruhige Art und sein fundiertes Wissen über Minecraft bekannt. Als die Aufmerksamkeit um ihn herum abnahm, begann er mit verschiedenen Projekten dagegen anzukämpfen. Bisher ist es ihm gelungen, über 1 Million Abonnenten zu behalten. Wenn er weiter nur Minecraft-Content bringt, wird das wahrscheinlich schwer werden. Zeronic HD war von Anfang an dabei. Bei ihm war der Grund für das Verlassen der Plattform seine Motivation. Er wurde mit der Zeit immer inaktiver, ließ sich von Freunden vertreten und entschloss sich schlussendlich dazu, dass er nicht länger vor der Kamera stehen möchte. Mittlerweile betreibt er eine eigene Firma, die Influencer managt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und ciao!